Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da mich der Kollege Hovejürgen so freundlich eingeladen hat zu dieser Haushaltsdebatte, spreche ich seinen Nachnamen wenigstens vernünftig aus. Im Gegensatz bei meinem Nachnamen darf er noch trainieren. Deswegen freue ich mich auch darauf, dass wir demnächst Münster in Sorbisch dann lesen können. Ganz kleine Räder, Herr Kollege Hoppe-Biermeier, dreht die Politik bei diesem Thema. Wobei es doch ein ganz großes Rad werden könnte, eigentlich beim Thema Minderheiten zu sprechen. Es wäre doch eine prima Idee, wenn Sie schon Schleswig-Holstein zum Thema machen, darüber nachzudenken, wie denn das mit unseren Minderheiten aussieht, zum Beispiel mit Sinti und Roma, die hier eine über 500, 600 Jahre dauernde Geschichte auch in Nordrhein-Westfalen haben. Über 60.000 Sinti und Roma, allein 50.000 deutsche Sinti leben in Deutschland. Da könnte man es doch mal mit der kulturellen Identität auseinandersetzen und diese Fragen im Ausschuss intensiv diskutieren. Deswegen freuen wir uns über diese Debatte ganz ausdrücklich. Ob das Schreiben von Straßennamen, also auf dem Straßennamen dann uns so weit nach vorne bringt, das werden wir dann sehen. Wir werden uns bei dem Antrag ähnlich wie die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten enthalten. Aber der Gesetzentwurf ereilt uns dann ja aller Voraussicht nach. Und dann denke ich mal, dass wir in den Anhörungen ein bisschen in die Sache reingehen wollen. Ich würde gerne beim zweiten Punkt anfangen wollen, das Thema Integrationspauschale. Wir haben uns ja schon auch intensiver damit auseinandergesetzt, wie das denn mit der Weitergabe ist. Und ich will Sie jetzt hier auch nicht quälen, weil wir das jetzt dreimal gemacht haben, dass die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der CDU, jeden Cent gefordert haben, an die Kommunen weiterzugeben und seit dem 15. Mai nichts mehr davon wissen wollen. Das finde ich, da bleibe ich auch bei, ist nach wie vor Wahlbetrug, was die CDU an dieser Stelle macht. Und ich will das auch einbetten, weil wir ja auch die Unterschiede mal angucken müssen, weil Sie ja mal sagen, ja, Rot-Grün hat das auch nicht gemacht. Ich möchte nur auf zwei Zahlen mal hinweisen. Im Kapitel 0795, der Einzelplan, der direkt neben dem Einzelplan 8 liegt, sind nämlich die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz aufgeführt. Gegenüber 2016 plant die Regierung für 2018, und auch das mag möglicherweise gar nicht gebraucht werden, mit 1,2 Milliarden Euro weniger an Ausgaben allein nach dem FLÜAG und mit 400 Millionen Euro weniger Kosten, die das Land selber für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen hat. Das sind völlig andere Ausgangsbedingungen, als Rot-Grün sie hatte, und trotzdem leiten Sie Integrationspauschale nicht einen einzigen Cent an die Kommunen in Nordrhein-Westfalen weiter. Sie sind völlig unglaubwürdig an der Stelle. Beim Stärkungspakt ist es so, dass Sie, das hat der Kollege eben angedeutet, erst den Soli abschaffen, anstatt auf der anderen Seite diejenigen zu entlassen, die es eigentlich brauchen, nämlich beim Vorwegabzug die Kommunen da besser zu stellen. Das ist ein vergleichbarer Betrag, und den könnten Sie ohne größere Probleme aus dem Haushalt finanzieren und auch gegenfinanzieren. Das machen Sie ausdrücklich nicht. Und jetzt zu den Tricksereien, die sich gerade im Kommunalbereich widerspiegeln. Sie haben sich eine schwarze Kasse gebildet bei den Krankenhausinvestitionen, indem Sie die 100 Millionen Euro Kostenlast von 2017 auf 2018 verschieben. Damit sind die Investitionen in die Krankenhäuser auf dem niedrigsten Stand dieses Jahrzehnts angekommen, wenn man allein die Landesgelder auch anguckt. Ein zweiter Punkt in dem Zusammenhang ist, wo Sie den Kommunen ja wirklich mit allen Tricks, Sie haben ja eben das Beispiel Sportausschuss gebracht, an der Nase herumführen wollen, ist die Schul- und Bildungspauschale bzw. die Sportpauschale. Nicht ein einziger Cent kommt mehr in die kommunalen Kassen herein durch die Operationen, die Sie da vornehmen. Und da, Herr Kollege Hoppe-Biermeier, kann ich nur sagen, Sie vertrauen den Kommunen. Das ist doch lächerlich, wenn Sie das schreiben und sagen, die Dynamisierung würde zu mehr Ausgabemitteln führen. Und letzter Punkt, den ich gerne anführen möchte, ist das Verhältnis und der Umgang mit den Kommunen. Das Thema Krankenhausfinanzierung haben Sie in einer Weise über die Kommunen gebracht, dass die aus der Zeitung erfahren haben, dass sie 100 Millionen Euro zusätzlich investieren müssen. Da haben selbst der schwärzeste Christdemokrat, nämlich der Kollege Schneider, aufschreiben müssen, dass das kein Umgang ist mit den Kommunen und dass Sie sozusagen schon zu Beginn der Legislaturperiode die Kommunen nicht ernst nehmen und im Regen stehen lassen. Und das ist kein guter Start. Und letzte Bemerkung, Frau Ministerin. Nicht ein Cent unterscheidet dieses GfG von einem rot-grünen
GfG. Allein die Konjunktur hilft Ihnen. Das ist gut, dass es den Kommunen an der Stelle besser geht. Aber Ihre verbesserten Ausgangsbedingungen, weniger Ausgaben für Flüchtlinge, weniger Kosten an anderer Stelle, geben Sie eben gerade nicht an die kommunale Familie weiter. Deswegen sind Sie auch unglaubwürdig an der Stelle. Und bei den anderen Versprechungen werden wir in den nächsten Jahren gucken, was Sie da halten und wo Sie da auch wieder mit leeren Händen dastehen. Herzlichen Dank. Applaus